Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und es ist eigentlich keine fröhliche Episode. Wir sind aktuell noch im Developer-Account. Ich werde auch gleich noch rübergehen in den anderen Account. Und das Problem ist eigentlich der Multimörser. Ich habe ihn jetzt hier auf Level 8. So, kostet mich 8 Millionen zu machen. Alter, das dauert 14 Tage. Das dauert 14 Tage. Und du brauchst den Meisterbauarbeiter. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Er kommt jetzt gleich. Wir warten mal ab. Da ist er nämlich schon. Das ist das kleine Bötchen. Es ist schon, generell ist das schon cool, aber es dauert einfach so lange. Es dauert einfach so lange. Vor allem jetzt kann ich in dem anderen Dörfchen ja gar nichts machen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir dieses Problem umgehen, ist, wenn du ein Buch einsetzt. Das ist die einzige Möglichkeit. Du kannst nicht 14 Tage in einem anderen Dorf, ja, nicht angreifen. Was willst du machen? Was willst du denn tun? Du könntest 14 Tage ja gar nichts machen eigentlich. Du würdest irgendwann, werden die Lager voll. Du hast keinen Arbeiter frei. Der Arbeiter ist ja hier. Er schraubt gerade und hämmert und was weiß ich nicht noch an dem normalen, an dem Mörser rum. Macht daraus einen Multimörser. Ja, das ist ein Problem. Das kann man, na klar, man kann das umgehen. Indem wir jetzt zum Beispiel das Buch einsetzen. Das Book of Everything, das Universalbuch. Ja. Dann ist er natürlich fertig, ne? Aber ist das dann die Lösung des Problems? Ich glaube nicht. Aber gut, wir gehen jetzt mal wieder. Ich wollte es ja nur einmal demonstrieren. Er ist ja jetzt fertig. Vor allem ist das Ding ja auch gar nicht mal gut eigentlich. Ich würde den eigentlich nicht... Würde ich den Schalter betätigen? Ich glaube eigentlich nicht. Also wir haben ja schon mal ein Video gehabt, alle Truppen gegen den Multimörser. Ich fand ihn jetzt eigentlich nicht so gut. Aber okay, wir gehen jetzt mal rüber ins andere Dorf. Bis gleich. So. Wir sind in meinem anderen Dorf und ich habe ihn jetzt auch noch nicht gestartet, den Multimörser, obwohl ich jetzt, also ich habe jetzt heute, ist er fertig geworden, der Multimörser Level 8, den du ja brauchst, um den Multimörser im anderen Dorf zu bauen, oder beziehungsweise den Minenwerfer abzugraden im anderen Dorf. Ja, das ist echt ein Problem. Wir gucken uns einfach mal diesen Mörser an. Ja, 8 Millionen habe ich aktuell nicht. Wenn ich ihn weiterentwickeln wollte, Alter, 14 Tage, das ist zu viel. Ich habe auch aktuell nur das Buch... Ja, das Buch, The Book of Everything, das Universalbuch habe ich aktuell nur dafür. Das ist mir, entschuldigt, liebe Supercell-Team, aber es ist mir eigentlich zu schade dafür. Wobei das ja eigentlich auch ein Kompliment ist, weil das Buch, das Universalbuch eigentlich sehr cool ist. Ich finde die ganze Idee auch, den Bauarbeiter aus dem Nachtdorf rüberzuschicken, dass er Sachen weiterentwickelt, gute Idee. Eine wirklich sehr gute Idee. Muss ich wirklich sagen, allerdings 14 Tage, ist ein bisschen viel. Und da sind wir wieder bei der Idee, dass man ja quasi den Meisterbauarbeiter dazu bringen könnte, einen Bauarbeiter aus deinem normalen Dorf anzulernen, den Multimörser zu verbessern. Da würde ich dann sagen, das wäre... wie geil das wäre, ist mir gerade eingefallen. Also, du schickst den Meisterbauarbeiter rüber, dann lernt er einen Bauarbeiter an, der generell dann diese Entwicklungen durchführen kann und lass das Anlernen doch ruhig 14 Tage dauern. Ist doch egal. Selbst wenn es 14 Tage dauert... Ist das im Grunde Latte wie Hose? Ja, Latte wie... Jacke wie Hose. Habe ich echt Latte wie Hose gesagt? Jacke wie Hose, Entschuldigung. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist gehüpft wie gesprungen. Das meine ich damit. Es ist gehüpft wie gesprungen. Und dann könnte der quasi ab dann alle Sachen machen und dann natürlich mit einer etwas geringeren Bauzeit. Denn wenn du jetzt beispielsweise, du hast 4 Arbeiter in deinem normalen Dorf und du sagst denen... Du nimmst einen davon als den Bauarbeiter, der dafür da ist, die Sachen abzugraden. Warum nicht? Warum nicht? Warum könntest du es da nicht... Nein, das habe ich mich verklickt. Wollte ich gar nicht. Warum? Das ist... Eigentlich, finde ich, ist das eine recht gute Idee. Muss ich sagen, ich finde, das ist eine gute Idee. So, wir bauen erstmal einen Sprung dahin. Warten wir erstmal ab, bis da schon mal ein paar von den Riesen da sind. So, jetzt kommt die restliche Brigade hinterher. Hoffentlich sind schon ein paar Fallen ausgelöst worden. Ja, ein paar Sprungfallen nämlich. Oh, bitte jetzt, Warden. Geh doch einmal hinterher, du Dummer. Einmal, genau. Einmal jetzt alles bitte in deinem Radius auch bitte dann mit deinem Effekt versehen. Dankeschön. Ich brauche noch Adlerverteidigung für meine Quest. Das ist ganz wichtig, die brauche ich noch. Inferno-Türme auch noch. Deswegen ist es eigentlich nicht schlimm, wenn ich mal so einen mitnehme, der halt auch... Ja, der halt auch sowas hat. Ich habe allerdings... Ja, ich habe die Barbaren gesetzt wie Kraut und Rüben. Das ist...
Das ist wirklich Latte wie Hose, wie ich die jetzt gesetzt habe. Das ist wirklich so. Aber wir werden es trotzdem schaffen. Ich habe den König aktuell im Ausbau, dann habe ich das auch schon mal fertig, dann brauche ich kein Dunkles mehr. Kann ich dann eigentlich wieder mit dunklen Truppen angreifen, kann dann noch die Mauern farmen und dann kann Rathaus 12 kommen. Schieb irgendwer in den Kommentaren. Kannst du mal aufhören, so oft Mami zu sagen? Nein, Papi, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Leute. Habt ihr den Multimörser? Ja, wobei ich glaube, die allerwenigsten haben ihn schon. Einfach aus dem Grund, weil er die Voraussetzung dafür ist, dass du den Multimörser in dem Nachtdorf erstmal auf Level 8 haben musst. Und wenn du nicht gerade Gems bist hingegen oder die einfach den, oder das einfach regulär dann machst, dann dauert das halt auch einfach alles eine Zeit. Und vor allem, wenn du den Multimörser im Nachtdorf auf Level 8 hast und dann das Gear Up machst, die Weiterentwicklung machst, selbst dann dauert es ja regulär nochmal 14 Tage. Und so alt ist das Update ja auch noch nicht von Clash of Clans. Also von daher, naja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die allermeisten das schon haben. Ich meine, ist ja auch gar nicht schlimm. Ja, ich weiß auch nicht. 14 Tage. Das war schon die ganze Zeit das Problem. Ich meine, das war schon das Problem bei der Kanone. Das war schon das Problem bei dem Bogenturm. Wo ist er? Wo habe ich den denn? Hundertprozentig. Ach, hier direkt daneben. Das war bei diesem Bogenturm schon das Problem. Das war bei der Kanone war das schon das Problem. Ja. Hey, die beschwert sich jetzt über Mauerbrecher. Ganz ehrlich, da stand Boden kein Barge. Wenn da Boden kein Barge steht, dann heißt das, dass ich da Mauerbrecher reintun kann. Wohlgemerkt, das heißt das. Es ist zwar assi, das gebe ich zu, aber es ist nicht verboten. Es ist assi, okay, aber nicht verboten. Es ist doch Latte wie Hose, Leute. Es ist doch Latte wie Hose. Zaunlatte natürlich, Zaunlatte. So, ich bin noch ein paar Truppen aus. Gehen wir wieder ins Nachtdorfsken rüber. Ich kann da nämlich noch was ausbauen. Die Frage ist nur was. Lager quillen über. Hab heute schon ein bisschen Loot gesammelt. Ey, boah, endlich habe ich mal wieder alles fertig hier an Gebäuden. Also, kein nichts im Ausbau. Nur was nehmen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Ah, ich habe ja die Lakis schon auf 15. Das ist cool. Die Lakis gehen jetzt direkt auf 16. Und wir bauen jetzt mal aus. Am besten irgendwie so wie ein Goldlager oder Elixierlager oder so. Auffüllen! No, 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 no. Was schlägt er mir denn vor? Sprungfalle, Megamine, na gut. Ne, ja, wobei, das bringt mir auch nichts. Das bringt mir eigentlich absolut, das bringt mir gar nichts, wenn man bedenkt, ich kriege 205.000. Das passt dann wieder nicht ins Lager. Okay, dann muss ich. Ja, es nützt ja nichts. Ich muss irgendwas ausbauen. Irgendwie die Kracher oder so. 300.000. 12 Stunden ist okay. Ja, ich weiß, aber wer... Tut mir leid. Es tut mir so leid, Sonne. Tut mir leid. Wo ist der Weinesmile? Habe ich hier überhaupt einen? Da. Ach, die Freuden des iPads. Da kann man auch die Smile, kann man auch mit den Smileys ein bisschen rumspammen. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie so ein... Dieser Multimörser ist irgendwie doch schon. Ist irgendwie doch schon ein großer Knackpunkt aktuell. Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht er das Spiel doch so ein bisschen kaputt. Weiß er auch nicht. Könnte er das Spiel zerstören oder nicht? Das ist die Frage. Ach Mann. 14 Tage. Vor allem diese Problematik kommt ja auch immer wieder, ne? Du hast es mit jedem weiteren Upgrade, also mit jeder weiteren Weiterentwicklung, hast du das gleiche Problem ja dann wieder. Angenommen, du bist jetzt noch nicht so weit wie ich. Du fängst dann irgendwann an. Ich glaube, das erste war die Kanone. Genau, das erste war die Kanone. Mit die Kanone upgraden. Hast du wieder einige Tage, in denen du den Meisterbauarbeiter nicht nutzen kannst. Dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los, wenn du den Bogenturm hast. Ich meine, ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, Wartezeiten sind in diesem Spiel aber absolut okay. Ich habe 5 Bauarbeiter. Und wenn dann mal ein Gebäude 14 Tage dauert, oder eine Truppe, dann dauert es halt 14 Tage. Das Geile bei Clash of Clans ist ja immer, selbst wenn das dann 14 Tage dauert, zum einen hast du noch andere Bauarbeiter, okay. Irgendwann, wenn du wirklich durchsuchtest, hast du vielleicht alle Bauarbeiter am Arbeiten. Aber selbst wenn du dir einen freilässt, hast du ja dann immer noch die Möglichkeit, du kannst ja dann immer noch, wie heißt es, Mauern machen. Das ist ja auch noch ein Punkt. Du kannst immer noch Mauern machen, das ist auch noch die Sache. Das ist halt der riesige Vorteil, das ist das, was Clash of Clans so geil macht. Das ist wirklich, das ist das, warum wir dieses Spiel alle so gerne spielen. Diese Möglichkeiten... Du hast immer was zu tun, aber du hast aber auch wirklich nie das Problem, dass irgendwie mal die Lager so extrem überlaufen. Außer vielleicht, ich weiß, jetzt kommen wieder einige Leute,
die dann sagen, ja, aber bei den unteren Mauern, die kannst du ja nur mit Gold machen. Ja gut, das schon. Ich rede jetzt so, sagen wir mal, von Rathaus 9 aufwärts. Aber das ist also das Geile. Du kannst im Grunde machen, was du willst. Und ja, es läuft im Grunde nicht über. Dann machst du halt noch ein paar Mauern. Oder du hast vielleicht noch ein paar Fallen, die du noch übrig hast oder so. Das ist schon cool. Das ist halt, finde ich, das geht jetzt so ein bisschen dadurch verloren. Das geht jetzt hierdurch so ein bisschen verloren, dass du jetzt einfach dann 14 Tage gar nicht, einfach, du kannst gar nichts machen im Nachtdorf. Du bist ja, was willst du machen? Du musst auf ein Buch hoffen. Das ist die Lösung. Ne? Du musst warten, bis du ein Buch kriegst. Na gut, könnte man jetzt sagen, klar, sie haben da, das ist natürlich jetzt so eine Sache, die Clan-Spiele, aber du weißt ja auch niemals, was kommen für Preise vorher. Wann sind die nächsten Clan-Spiele? Immer so ein bisschen in Regelmäßigkeit natürlich schon, aber zum anderen weißt du ja nicht, was für Bücher du hast. Es kann mal sein, dass du das Buch des Bauens hast, es kann mal sein, dass du das Universalbuch hast, du hast aber auch öfter schon mal das Buch der Truppen, oder also das Buch des Kampfes, das Buch der Zauber, oder vielleicht, keine Ahnung, Rune oder so, ich weiß es nicht. Und das ist halt das Problem. Nein, ich verliere. Ärgerlich. Hä, sollte die Riesenkanone nicht schießen einfach? Was ist denn da los? Schieß, mach sie kaputt. Ja, aber wir haben leider verloren. Wir haben leider verloren. Wie viel habe ich geholt? Leider nur 70%. Er wird mehr holen. Ich kassiere aktuell recht viel. Leider. Und das ist ja das Problem mit den Schleichschützen auch. Ich habe eigentlich... Sie haben es ja reduziert, was die Fähigkeit angeht. Aber ich habe ja trotzdem jetzt... Wir haben ja trotzdem jetzt gerade noch ultra lange gewartet, bis er da mal fertig war, um dann zu sehen, dass wir verloren haben. Aber nun gut. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ist denn eure Meinung dazu? Ist es eine gute Lösung, dass es in den Clan-Spielen diese Bücher gibt dann dafür oder nicht? Moment, ich habe doch irgendwie noch auf dem Handy, habe ich das doch gesehen, da hat doch der Samuritose hat doch in die Gruppe geschrieben, welche Preise es denn gibt bei den neuen Clan-Spielen. Wo habe ich das denn? Wo hat der Papi denn diese Informationen? Was ist das Problem, wenn da in der Gruppe so viel rumgespammt wird? Ah, hier. Ich hab's. Gucken wir mal, ob das Buch dabei ist. Dann nämlich, also, Treasure Gold, Treasure Elixier, blablub. Was haben wir noch? Wir haben noch, Powertrank, Ressourcentrank, Trainingstrank. Dann wieder in Runde, bei 12.000 Punkten hast du wieder Gold und Elixier. Das ist jetzt für mich auch nicht so ganz so wichtig. Und jetzt kommen wir zum letzten 18.000. Ja, Buch des Bauens ist dabei. Einmal, okay, dann haben wir Glück gehabt. Aber dann zum Beispiel, es ist jetzt einmal das Buch des Bauens. Und dann bei 50.000 hast du noch einmal das Buch der Helden. Aber, wenn du jetzt das Buch des Bauens nicht hättest, ja, du musst quasi spekulieren. Oder du kaufst es dir halt im Shop, ne? Aber, deswegen, diese Argumentation ist im Grunde ohne die Bücher. Ohne die Bücher. Na gut. Ich möchte eigentlich nur das Rathaus haben. Das müssen wir hinkriegen. Ja, das müssen wir hinkriegen. Wobei. Ich hätte auch einfach das andere nehmen können. Ich hätte auch einfach das aus den Lagern nehmen können. Dann hätten wir es auch geschafft. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit meinen Footfinger. Ja, sauber. Kann schon vergessen den Angriff. Er hat Ballons in der Clanburg und einen Drachen. Das war's schon. Jetzt müssen wir umdisponieren, nehmen wir außen noch ein bisschen was mit an Gebäuden und an Prozenten. Und das war dann im Grunde schon das Ende von diesem Angriff, weil ich nicht dran gedacht habe, dass er ja auch ein paar Ballons in der Clanburg haben könnte. Von daher ist dieser Farmangriff jetzt... Ja, wir müssen jetzt noch versuchen, so ein bisschen was mitzunehmen an Loot. Noch zu retten, was zu retten ist. Wir haben zum Glück nicht viele Truppen ausgegeben, aber es wird natürlich trotzdem ein ziemlicher Reinfall werden, was mir aber auch egal ist. Das kommt mal vor, ja, komm, baba. Naja, immerhin. Das war doch das Mindeste, was ich noch hätte rausholen können. Ich wollte einfach nicht weitersuchen. Oh, wir haben noch hier was. Ich habe doch auch, glaube ich, sogar noch was in der Clanburg. In der Schatzkammer. Nee, habe ich nicht mehr, okay. Ja, ich habe jetzt noch das Universalbuch. Kann ich jetzt so im Grunde nichts mit anfangen? Deswegen müssen wir mal warten. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut, Leute. Tschüss.